Zum Start des Fahndungs kurze Nachricht an alle, die es immer ganz, ganz, ganz genau nehmen. Aufgrund von frierenden Fingern und gefrosteten Akkus und sowohl als auch ein bisschen Zeitmangel mit dem Licht gibt es schöne Bilder aus Lanzarote und jetzt nicht hier so verschneit. Dann, die große Frage ist, ist er effizienter geworden? Denn das ist eigentlich so die große Headline, die Audi hiermit auf den Weg bringt. Ganz eins zu eins ist es schwer umzurechnen und auf den ersten Blick würde man sagen, nee, eigentlich nicht wirklich. Und das hat damit zu tun, dass wir den e-tron eigentlich immer mit einer 3 vorne gefahren sind. Also es war selten irgendwie mal drunter was möglich. Jetzt muss man aber sagen, gerade jetzt hier so Landstraße, 25, 26 Kilowattstunden, alle weiteren Verbräuche findet ihr dann noch angefügt, ist schon eine, ich würde mal sagen, dezente Verbesserung, denn man muss auch mit einem rechnen, wir haben im Moment 0 Grad. Das heißt, es ist schon ein bisschen kalt. Das Thermomanagement ist schon so, dass es damit arbeiten kann. Es braucht ein bisschen Zeit. Man hat auch gemerkt, am Anfang war der Verbrauch eher so wirklich noch bei der 3. Und jetzt so, wenn er warm geworden ist, dann ist er auch runtergefallen auf diese 25, 26 Kilowattstunden. Zudem haben wir ein gut vollgepacktes Auto. Also er war nicht ganz 100% voll. Ich würde mal so sagen, irgendwas zwischen 95% und 98% und hat dann 370 Kilometer angezeigt, die ja auch realistisch sind. Also der e-tron Routenplaner beispielsweise berechnet ja auch allen Pipapo mit ein. Das heißt das Wetter beispielsweise, den Verkehr, die Topografie, also ob es rauf und runter geht und kann das inzwischen durch Learning by Doing, wie man so schön sagt, inzwischen auch gut abschätzen, wie es da aussieht. Und der konditioniert dann dementsprechend auch die Route so, dass wir idealerweise natürlich an einem HPC laden können und das auch im A, natürlich idealen Fenster und sagt dann auch, ja, jetzt hier nur so kurz und dann passt das schon mit der Ankunft. Man kann sich das aber auch alles einstellen. Wenn man zum Beispiel mit einem höheren SOC dann am Ziel ankommen möchte, dann lädt man beispielsweise auch länger, obwohl man vielleicht nicht unbedingt müsste, um dementsprechend anzukommen. Also von der Systemelektronik sind wir schon ziemlich weit vorne mit bei. Was ich finde, dass man merkt, dass wir hier die sportlichere Variante haben. Das heißt, trotz 20 Zoll Rädern ist eben mit dem Luftfahrwerk in der Sportversion alles etwas straffer, vielleicht auch sogar ein bisschen direkter. Und würde ich jetzt persönlich mir den hier zulegen als, nennen wir es einfach mal Langstreckenfahrzeug, würde ich vermutlich sogar auf die Sportluftfederung verzichten, einfach um den gewissen Mehrkomfort zu haben. Aber wenn wir auch gerade mal in Dynamik reinwechseln, ich finde, man merkt hier und da auch die sportliche Attitude von diesem Luftfahrwerk mit der sportlichen Fassung und auch das ja, etwas steifere Fahrwerk an der Vorderachse. Also er ist insgesamt etwas straffer. Zudem in Verbindung damit hat man auch die Lenkübersetzung knackiger gestaltet von 15,8 auf 14,6:1, glaube ich. Das heißt insgesamt, es ist ein großes Auto und dann meiner Meinung nach so ein bisschen eine direktere Lenkung da reinzupacken, gibt dem Ganzen ein ehrlicheres Gefühl. Also wir sind ja sowieso mit den E-Autos leider schlussendlich sehr entkoppelt vom eigentlichen Fahren und dann eine etwas knackigere, direktere Lenkübersetzung tut dem Ganzen schon ziemlich gut. Ist es damit ein Sport-Elektroauto? Na, ich glaube nicht. Ich denke, die Optimierung auf die plus minus 100 km/h zeigt schon relativ deutlich, dass es das nicht unbedingt ist. Was wir uns gleich auch nochmal auf der Autobahn, also was ich mir zumindest anschauen möchte, ob da die Optimierung zu spüren ist. Wer Sport möchte, der muss definitiv das echte S noch im Namen dazu nehmen. Aber es geht. Also gerade wenn man so voll durchdrückt und auch so im mittleren Geschwindigkeitsbereich, zieht er nochmal ordentlich an. Aber für jemanden, der jetzt das richtig sportlich emotionale Gefühl will, da fehlt vielleicht noch so Sound oder sonst was. Wie auch immer man das haben möchte. Aber klar, hier und da mal ein bisschen sportlich beschleunigen. Geht schon. Aber wir sind inzwischen so weit, das haut jetzt niemand mehr wirklich so extrem vom Hocker. Wer das möchte, braucht das S im Namen. Dann ist das definitiv ein bisschen mehr gegeben. Geht auch schon gut vorwärts. Aber 300 kW. Muss man da ganz ehrlich sagen, das gibt es inzwischen eben auch in der kompakten Elektro
Akkuklasse. Die Optimierung ist beim Akku eher der technischen Natur. Das heißt, es gibt keinen großen, beispielsweise Gewichtsunterschied im Verhältnis zum kleineren Akku, der auch noch ziemlich groß ist mit knapp 95 Kilowattstunden. Aber es gibt natürlich ein paar Prozentpunkte mehr an Reichweite. Diese 2,5 Tonnen müssen aber so oder so erstmal irgendwie bewegt werden. Also da gab es jetzt keine extreme Gewichtsreduzierung in der Hinsicht. Das heißt, es ist einfach mehr Akkukapazität in den bestehenden Käfig des Akkus reingepumpt worden. Und damit kommt er dann auch realistisch weiter. Also jetzt gerade bei frostigen Temperaturen noch 370 Kilometer kommen zu können. Das heißt, ich würde mal wirklich tippen, echte 300 Kilometer auf der Autobahn bei nicht optimierten Geschwindigkeiten, heißt 120, 130 km/h. Finde ich schon okay. Man soll ja bla 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 sowieso immer eine Pause nach 2 Stunden machen, erzählen uns die Elektrofans immer. Muss jeder selber wissen. Wobei mir persönlich wichtiger ist, dass die Ladepause dabei gering ist. Und die, das ist vielleicht die gute Botschaft, ist nach wie vor gering und akzeptabel mit, je nachdem wie weit man laden möchte, 20 bis 30 Minuten. Abschließend mit der Assistenz, wo wir in einer unschönen Lage eigentlich sind, aber mal eigentlich so gesehen einer guten für euch. Denn, zumindest hat er es gerade gemacht, ich weiß nicht, ob er das gleich nochmal macht, wir stehen in einem Stau oder wir rollen in einem Stau. So, jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich alles an, was irgendwie geht. Und das Interessante, was er jetzt gleich hoffentlich wieder macht, ist automatisch nach links ziehen. Das heißt, wir sind auf der linken Spur von 2 und unterstützt dann. Also es ist in einem sehr niedrigen Geschwindigkeitsbereich, zieht er automatisch nach links. So, ich würde mal so tippen, bei 5 km/h war das vorher. Ich hatte mich erst ein bisschen gewundert, weil jetzt normal bleibt er wieder relativ mittig in der Spur. Aber wenn wir fast zum Stehen kommen, zieht er nach links, um dann eben die Rettungsgasse entsprechend zu bilden. So, die normale Spurkorrektur, ist jetzt bei diesen Geschwindigkeiten nicht so spannend, aber bleibt in der Mitte. Und wenn ich dann No Lane Guidance, also keine Spurzentrierung, einführe, dann haben wir auch keine Spurzentrierung, sondern nur die Notfallkorrektur. Es ist abschließend keine absolut konkrete Wissenschaft. Das muss ich an dieser Stelle mal hinzufügen. Aber wenn man es jetzt nicht wüsste, glaube ich, würde man auch merken, dass die Optimierung bei 100 km/h liegt. Und zwar deutlich. Das heißt, bei 100 km/h hatte ich jetzt den Bestwert von 18 Kilowattstunden. Da braucht er teilweise in der Stadt mehr. Und dann macht er aber auch relativ große Sprünge. Man kann, ich würde mal sagen, bei 110 km/h haben wir noch einen Teil dieser Effizienzoptimierung spüren. Aber bei 100 ist wirklich der Großteil da. Da springt er so zwischen 18, 19, manchmal auch 20 Kilowattstunden. Bei 110 ist er dann so ein bisschen drüber. Aber große Sprünge macht es dann erst wieder ab 120, 130 km/h. Das heißt, wer das Maximum wirklich rausholen möchte aus dem neuen Modell und die Ruhe hat, der kann das wirklich tun, indem er relativ einfach 100 auf der Autobahn Tempomat einstellt oder 100 fährt, je nachdem, was er dafür besser hält, großen Akku wählt und einfach nie die volle Leistung abfordert und keine Option reinhaut, dann kann man damit vielleicht auch wirklich diese 580 km erreichen.